bergauf, dann wird es eh langsamer. Perfekt getroffen, würde ich sagen. Ja. Boah, 120 Liter auf 100 Kilometer. Gib dir, kipp richtig rein. Ist ja nur unser Geld. Und der überholt mich erstmal. Darf der das? Scheint ja. Werden immer langsamer und langsamer. Ja, ich meine, gut, mit 360 PS, die. Wie viel Tonnen haben wir am Start? 24 Tonnen Robbenbagger. Weiß nicht, ob da der Auflieger schon mit reinzählt oder nicht. Oder vorne steht die Polizei, wir sollten vorsichtig machen. Wer weiß, was die vorhaben. Stehen halt auch gar nicht auf der Straße, die Spacknacken. Boah, Alter, gleich rollen wir rückwärts runter. Gib dir, Junge. Ist gut bergig hier. So, wir haben Mittwoch 4:31 Uhr. Naja, also kurz vorm Hellwerden auch Gott sei Dank wieder. Man sieht zumindest im Seitenspiegel schon wieder was. Es ist nicht mehr so dunkelschwarz, wie es eben noch war. Ja, und jetzt nach, oh, ich weiß gar nicht, 3 Stunden. Ich glaube, 3 Stunden Spielzeit habe ich jetzt mittlerweile. Gar nicht wirklich viel geschafft, würde ich mal sagen, ne? Aber noch bin ich halt guter Dinge. Ich bin noch voll dabei. Also es ist noch nicht so, dass ich sage, ah komm, morgen höre ich auf. Oder in ein paar Minuten. Nein, ich bin noch guter Dinge. Also ein bisschen kommt hier noch, auf jeden Fall. Und nochmal hier so zwischendurch reingeworfen für alle, die vielleicht auch mal so zwischendurch rein. Alter. 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 Und nu? Auflieger zurückschicken, zur Werkstatt abschleppen. Der Abschleppdienst kann dich und deinen LKW nach Brüssel bringen. Dies wird dich 600 kosten und die Fahrt dauert. Eieiei. Ganz böse. Aber ich habe ja keine andere Wahl. Das Schlimme ist nur, wir sind jetzt in Brüssel. LKW hat 3% Schaden. Keine Ahnung, das lassen wir so. Ich habe den gekauft. Das ist kein Leasingfahrzeug. Müssen wir mit leben, würde ich sagen. Gut, aber es hat uns gar nicht so weit weg vom Schuss abgeworfen. Wir sind noch gut dabei. Bis wann werden wir erwartet? Bis 11 Uhr. Ja, gar kein Ding. Das kriegen wir locker hin. Ey, das darf mir aber nicht nochmal passieren, Alter. Das darf mir wirklich nicht nochmal passieren. Das war teuer, Alter. Vor allem mal gut, dass hier irgendwie alles gleich aussieht, ne? Wow, ey. Ich habe ja vorhin in der Einkurve, habe ich schon mal gemerkt, dass der ein bisschen aufgeschaukelt hat. Aber dass der gleich so schnell umkippt. Damit habe ich beim besten Willen nicht gerechnet. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Aber gut, es ist ein Simulator. Oh, danke, dass du mich vorlässt, Kollege.
Macht jetzt den bescheuerten Scheinwischer aus. Aus. So. Auf geht's. Heieieiei. Was ein Erlebnis in, ja, der Zeit. Langsam den Berg hoch. Ich brauche das nicht nochmal, dass ich umkippe. Liegt wahrscheinlich aber auch einfach jetzt daran, dass es ein Tieflader ist und der fette Bagger so einen hohen Schwerpunkt hat, weil ich bin vorhin schon anders gefahren, auf jeden Fall. Jetzt habe ich... Gehen wir erstmal wieder Vollgas hier. Also Gründe zum Umkippen hätte ich Ihnen schon genug gegeben. Ja. Alles klar. Was dazugelernt wieder? War relativ günstig mit 600 irgendwas Euro. Ich meine, gut, okay, verhältnismäßig war das wirklich günstig für... Wenn ich überlege, dass eine rote Ampel ein paar hundert kostet, 60 Euro für 2 Sekunden Lenkzeit überziehen oder auch ein Unfall ein paar hundert Euro, da war das noch ein günstiges Vergnügen, einfach mal umzukippen. Günstig nur nicht insofern halt, dass es uns Zeit gekostet hat und das nicht zu knapp, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir... Also ich denke, wir waren wahrscheinlich nicht so weit von Brüssel entfernt, weil wir irgendwo so in dem Dreh 1,5 Stunden circa noch auf der Uhr hatten, glaube ich. Oder vielleicht auch schon ein bisschen weniger. Oh, ich sollte dringend mal langsamer fahren. So. So können wir weiterfahren. Ich muss hier nicht runter, also muss ich die Spur wechseln, ne? Probieren wir es mal. Calais, Duisburg, Amsterdam, Rotterdam. Ja, na Mensch. So schnell kann das gehen. Da habe ich so kurz vor Ende doch noch ein schönes Erlebnis gehabt. Oh, ja. Vorsichtig, Kollege, Alter. War schon wieder kurz davor. Alter, was ist das für Autobahn, wo man einfach mal umkippen kann, weil man mit 80 um eine Kurve fährt? Das ist ja echt übel hier. Und das Beste ist, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich sagen wollte, bevor wir umgekippt sind. Ich wollte was Schönes erzählen, glaube ich, und weiß es jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall überschreiten wir wieder die Grenze. Sehr schön, bloß raus hier. Wo war man jetzt? Frankreich, ne? Frankreich, Niederlande. Aber wir müssen doch vorher... Also Brüssel ist ja Luxemburg. Den Übergang habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. So, aber wir haben es auch gleich geschafft. 49 Kilometer noch, dann sind wir am Ziel. Wird dann noch das letzte für heute erstmal sein. Dann habe ich genug gezockt. Da ich ja, wie gesagt, auch... Genau, ach ja, genau. Ich wollte nämlich erzählen für alle, die ja jetzt erstmal da reinschauen. Ich nehme das ja am Stück auf und schneide es dann. Ja. Heißt, gibt dann gleich erst die Verabschiedung. Und vor allem sind es jetzt auch einige Folgen bis zum nächsten Mal zocken. Wobei, da ich hier in dem Spiel kaum auf eure Kommentare warten werde oder sowas, ich hau das jetzt einfach wirklich mal so dazwischen. Als kleine Unterhaltung nebenbei und daher nehme ich halt auch dadurch eine ganze Menge im Voraus auf. Und wir haben ein Update für Sie? Nee, danke. Anderes Mal, bitte. So. Ja, deswegen jetzt die 3 Stunden, das ist ordentlich Videomaterial.
Was mich auch dazu veranlassen wird, dass ich das jeden Tag bringe, habt ihr ja schon gemerkt, gehe ich mal von aus. Ist gut, dass ich das jetzt zum Ende nochmal sage. Hätte ich vielleicht auch mal im ersten Video sagen sollen, werde ich aber mal vorwegschneiden, dass ich da nochmal einen Text euch erzähle zu. So, nicht umkippen. Rotterdam. Sind wir auf jeden Fall gleich da. Oh, ein Glasmähdrescher bei der Arbeit. Das erste, was ich hier sehe, das gearbeitet wird. So, ich gehe von aus, wir können mal rollen lassen, so langsam. Geh doch einfach voll in die Eisen, wenn du einen LKW hinter dir hast, du Schwachmat. Ei, das liebe ich ja. Ist aber auch ein bisschen schlecht übersetzt, die Bremse hier. Zentrum wollen wir nicht, wir wollen zum Europort. Und müssen jetzt hier rechts Richtung Zentrum. Und dann auch gleich hier rein. Ja, das ist die richtige Firma. Schöne Baustelle. So. Ey, wo wollt ihr den Anhänger hin haben, ihr Schwachmaten? Ja, alles klar, stellt ihr euch dahin. Alles Spasten hier vor Baustelle. Denken alle, die wären irgendwas. Ah, herrlich. So, dann gucken wir mal, dass wir den hier halbwegs positioniert gewendet bekommen. Ich denke, ja, ein bisschen noch. Ein bisschen Platz brauchen wir noch. Dann sollte das hier aber auch reibungslos, einwandfrei funktionieren. Beinahe. So. Das hätten wir. Dann stellen wir den ihren Scheißanhänger hier hin und kassieren unser Geld ab. Die 5000. Jawohl. Na gut, Stufenaufstieg. Im Moment gibt es noch gute Punkte, muss man ja wirklich sagen. Das wird sich mit Sicherheit auch mal bald ändern. So. Wir drücken erstmal auf Fortfahren. Hier ist nichts weiter los. Wir haben 10.000 auf dem Konto. Ja, dann würde ich jetzt an dieser Stelle tatsächlich mal speichern und mal aufhören für heute. Reicht erstmal, ich glaube, 3 oder 3,5 Stunden habe ich aufgenommen, irgendwie so in dem Dreh. Sind einige Folgen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin erstmal gefallen. Morgen geht es allerdings auch weiter schon. Bis dahin habe ich weitergespielt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao.